Neben Smartphones zählt auch Video-Equipment zu einem meiner richtigen Leidenschaften und deswegen möchte ich euch in diesem Video einmal meine Favoriten vorstellen, mit denen ich tatsächlich täglich hier diese Videos auf diesem Kanal produziere. Aber alles Weitere gibt es natürlich wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Ganz wichtig für die Videoproduktion ist natürlich eine vernünftige Kamera und dementsprechend war ich bisher mit Sony-Kameras immer ziemlich zufrieden, allerdings habe ich dann vor kurzem doch den Umstieg auf Panasonic gewagt und mir die Lumix S1H gekauft. Und ganz ehrlich, ich bin super zufrieden damit. Nur für YouTube ist diese Kamera wahrscheinlich ein bisschen Overkill, weil sie 6K aufnehmen kann. Sie hat eine 10-Bit Farbtiefe in jedem Farbprofil, was einfach super genial ist. Man kann 4K 60 aufnehmen, was mir die Möglichkeit gibt, dass ich auch in diesen Videos Slow-Motion-Shots mit 4K Auflösung einbinden kann. Man hat eine super gute Bildstabilisierung und allgemein der Workflow mit dieser Kamera macht einfach Spaß, weil die Menüführung super einfach gestaltet ist, nicht wie bei Sony. Und auch die Akkulaufzeit ist gut, die Bildstabilisierung, die hat mich einfach umgehauen. Und ganz ehrlich, ich könnte mir aktuell keine Kamera vorstellen, mit der ich besser meine Videos produzieren könnte, als mit der Panasonic Lumix S1H. Ich meine, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist tatsächlich auch das Klappdisplay, welches, wie es sein muss, in jede Richtung klappen kann. Und das ist natürlich gerade, wenn ich unterwegs bin und nicht unbedingt meinen externen Recorder mitnehmen möchte, einfach super vorteilhaft, weil ich so trotzdem immer das Bild im Blick habe und genau sehe, was ich jetzt aufnehme. Aber auch nicht unterschätzt werden darf der Ton und dementsprechend benutze ich hierfür die Sennheiser XS Funkstrecke und damit bin ich super zufrieden. Ich habe die noch nicht ganz so lange, aber Sennheiser war so lieb und hat mir die zugeschickt und meinte, ich soll die einfach mal ausprobieren und ganz ehrlich, ich bin begeistert. Ich meine, den Ton, den hört ihr gerade auch, den habt ihr in den letzten Videos schon überwiegend gehört, einfach weil der Workflow so super ist. Es gibt genau zwei Knöpfe, einen davon am Sender und den anderen am Empfänger und sobald man beide gedrückt hält, verbinden sich die beiden Module automatisch und schon wird der Ton verzögerungs- und vor allem auch störungsfrei übertragen, was einfach sehr wichtig ist, denn der Ton, der muss einfach bei einer Videoaufnahme problemlos funktionieren und hier hat man eben eine Reichweite bis zu 75 Metern, die ich persönlich jetzt hier bei meinen Videos überhaupt nicht brauche, weil ich im Normalfall direkt vor der Kamera sitze. Aber trotzdem ist es so, dass ich mich komplett frei bewegen kann. Ich muss den Ton nicht nachsynchronisieren und die Audioqualität, die ist trotzdem super gut. Und auch Windgeräusche, die werden von diesem Ansteckmikrofon sehr gut rausgefiltert und allgemein Umgebungsgeräusche kommen nicht so gut durch. Was natürlich, wenn ich unterwegs bin, auch super praktisch ist, weil ich nicht viel mitnehmen muss, aber trotzdem eine gute Qualität habe. Und auch sehr gut für den Workflow ist, dass man den integrierten Akku vom Sender und Empfänger einfach per USB-C aufladen kann. Gerade wenn ich unterwegs bin, da habe ich natürlich nicht immer 10.000 Kabel dabei, sondern nur die Kabel, die ich auch wirklich brauche. Und da ich ein USB-C-Kabel ohnehin mit dabei habe, ist das für mich einfach super sinnvoll. Der nächste sehr wichtige Punkt ist natürlich das Thema Licht. Und beim Licht sollte man wirklich gar nicht sparen, weil das macht den größten Unterschied bei den Videoaufnahmen, ob ein Bild gut oder schlecht aussieht. Denn die Kamera, die kann noch so teuer sein. Wenn die Ausleuchtung nicht gut ist, dann sieht auch das Bild einfach nicht gut aus. Und bisher hatte ich immer Softboxen bzw. auch LED-Panels benutzt. Doch seit kurzem habe ich hier das wohl geilste Licht für Videoproduktionen da, nämlich den Aperture 120D Mark II. Dieses Licht ist groß, es ist teuer, aber es ist auch super geil, weil es mit 30.000 Lux einfach unfassbar hell werden kann. Es hat eine Farbtemperatur von 5500 Kelvin, also Tageslicht, was für meine Videos einfach super praktisch ist, damit ich alles schön ausgeleuchtet bekomme und es eben kaum Unterschiede zwischen Tag und Nacht gibt, so dass dann die Videos einfach immer konstant gut aussehen können. Und theoretisch kann man über das Control Panel mehrere Lampen von diesem 120D miteinander verbinden und gleichzeitig steuern. Ich habe jetzt bei mir nur eine Lampe davon, weil das vollkommen ausreicht. Ich würde aber auch definitiv sagen, dass man nicht direkt am Anfang, wenn man mit Videos anfängt, einen 120D kaufen muss, weil dafür ist das vielleicht doch ein bisschen zu teuer. Aber wenn man sich dann mehr mit dem Thema Video beschäftigt und auch wirklich Spaß daran hat, dann ist der Aperture 120D einfach genial, weil das Licht so super weich ist und einfach den Raum richtig schön ausleuchtet.
Allerdings gibt es dann noch eine zweite Lichtquelle, die ich in meinen Videos ja gerne verwende, und das ist dieser Lichtstab von der Firma Yongnuo oder wie man die auch immer ausspricht. Und dieses Licht, das ist super praktisch, denn es ist nicht nur sehr hell, sondern man kann auch alle möglichen Farben einstellen, so dass man da natürlich das Licht immer nach seinen persönlichen Bedürfnissen für den Shot anpassen kann. Und das Praktische für unterwegs ist eben, dass das Ganze mit den großen Sony-Akkus, die ich ohnehin für meinen Atomos Ninja V-Recorder verwende, gepowert werden kann und ich somit einfach ohnehin von diesen Akkus was dabei habe und dann einfach damit sozusagen meine Lichtquelle bepowern kann. Zudem ist dieser Lichtstab eben auch ziemlich hell. Er macht ein schönes Licht, welches auch, wenn man das gegen eine weiße Fläche zum Beispiel leuchtet, ein sehr weiches Licht macht. Und außerdem ist dieser Lichtstab auch nicht wirklich groß, so dass man den auf einem Dreh auch einfach mal easy mit dabei haben kann. Und das ist für mich und meinen Workflow natürlich auch sehr wichtig. Ja, und wie sollte es anders sein? Das letzte Produkt ist natürlich der Atomos Ninja V. Und auf den möchte ich eigentlich gar nicht mehr verzichten. Aber der Atomos Ninja V ist einfach ein Produkt, welches unterschätzt ist und welches man erst zu schätzen lernt, wenn man es mal nicht mit dabei hat. Denn es handelt sich um einen 5 Zoll großen Monitor mit einer 1080p Auflösung und allgemein einfach einem sehr guten Panel, wo man dann sehr gut beurteilen kann, ob die Schärfe stimmt, wie das Bild belichtet ist. Man kann eigenen LUTs installieren, so dass man sein Log-Footage zum Beispiel schon gegradet sehen kann und so noch besser abschätzen kann, ob das Bild richtig eingestellt ist. Und außerdem ist es nicht nur ein Monitor, sondern auch ein externer Recorder, denn ich kann damit einfach auf eine SSD mein ProRes-Videomaterial aufnehmen und kann dann theoretisch sogar ohne Probleme über die SSD an meinem Computer dieses Videomaterial schneiden. Die Datenmengen, die sind zwar ein ganzes Stück größer, als wenn ich intern aufnehmen würde, aber am Ende habe ich dann eben noch mal mehr Flexibilität, dadurch, dass die Datenmengen eben größer sind und mehr Bildinformationen enthalten, so dass am Ende dann die Videos einfach noch schöner aussehen. Wenn ihr anfangen wollt mit Videos auf YouTube oder wo auch immer, dann kauft euch nicht gleich das teuerste Equipment, sondern fangt an mit dem, was ihr habt und schaut dann, wie ihr euch Stück für Stück einfach weiter nach oben arbeitet, sage ich mal, oder das Equipment verbessert. Auch ich habe erstmal mit kleinem Equipment angefangen, welches ich zu Hause hatte, und habe jetzt eben dieses krasse Equipment, einfach weil es mich total begeistert. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welches euer Lieblings-Equipment-Teil aus diesem Video ist, und dann abonniert den Kanal, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!